wechselt Leo Goretzka als Nachfolger von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund? Jetzt wurde ein Bericht der TZ publik und demnach muss man ganz klar so sagen, er wäre der perfekte Nachfolger für Jude Bellingham und es gibt einige Gründe, die dafür sprechen. Welche und ob es wirklich so passieren wird, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei, Bodi_Inside, für noch mehr News. Wird Bayern-Star Leon Goretzka zum BVB wechseln? Es gibt zumindest einige Spieler, die haben das getan. Nicht zuletzt Mats Hummels, der ist zwar zurückgekehrt, Götze, der ist zurückgekehrt, aber auch Niklas Süle, der hat diesen Schritt gewagt. Und Leon Goretzka, der ist aus dem Ruhrpott. Er ist aus Bochum und könnte daher natürlich sehr, sehr heimatnah wohnen. Aber das spricht natürlich auch zeitgleich dagegen, denn man muss ganz klar sagen, wenn du aus Bochum bist, dann willst du eigentlich nicht bei Borussia Dortmund spielen. Aber es gibt jetzt noch weitere Berichte, denn wie die TZ berichtet, ist es eben so, dass Leon Goretzka ja Stand jetzt, das wissen wir alle, das habe ich euch schon mehrfach jetzt berichtet, beim FC Bayern München vor dem aussteht. Wenn Thomas Tuchel ihm mitteilen sollte, dass man nicht mit ihm plant, dann muss er sich einen neuen Club suchen. Und wie die TZ berichtet, da möchte Leon Goretzka nicht ins Ausland wechseln, zumindest noch nicht. Und damit könnte natürlich eigentlich nur ein Wechsel zu Borussia Dortmund Sinn machen. Denn wenn er innerhalb von Deutschland den Club wechseln will, dann gibt es keine bessere Adresse als Borussia Dortmund, den Tabellenzweiten der Bundesliga oder den ewigen Zweiten der Bundesliga. Das kann man sich, denke ich, aussuchen, wie man es sagt. Natürlich würde er irgendwo Abstriche machen, aber auch bei dem Wechsel zu beispielsweise West Ham United würde er auch Abstriche machen. Und man muss auch sagen, Borussia Dortmund, die können sich die Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro, an die der FC Bayern München denkt, definitiv leisten. Das muss man einfach mal so festhalten. Von daher spricht schon relativ viel dafür, das muss man ganz klar so sagen. Aber ich muss auch wiederum sagen, es spricht auch relativ viel dagegen. Die Provokation nach dem Meisterschaftssieg von Goretzka in Richtung Borussia Dortmund, da gab es schon viel des Spielers. Er ist, glaube ich, auch kein großer Fan von Borussia Dortmund. Wie gesagt, in Bochum aufgewachsen, bei Schalke gespielt und dann zu Borussia Dortmund wechseln, da würde er sich einige Feinde in der Heimat machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber vom Spieler her, vom Spielertyp her, da würde er super zu Borussia Dortmund passen. Er wäre der Box-zu-Box-Spieler, genau der Jude Bellingham auch war und könnte natürlich dort der perfekte Nachfolger werden. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber wie gesagt, ob das dann jetzt wirklich passieren wird, ich glaube eher nicht. Aber im Poker rund um Leon Goretzka, da kann nochmal so richtig Fahrt reinkommen. Was ist eure Meinung zum Thema? Gerne damit in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.